Wir sind hin. Ich habe ihn an seinen Beinen gepackt, er an seinen Schultern. Die Polizeibeamten waren auch natürlich dabei, die haben auch geholfen. Ne? Und schnell rüber da zum Rettungswagen. Er lag da am Boden, ja. Und wir sind von dort hergelaufen. Ja. Wir sind von dort in Zickzackform, ja, zur Telefonzelle. Da bei der Telefonzelle sind wir kurz gestanden, weil da standen ein paar Polizeibeamten, die haben gesagt, zurückbleiben, und wir haben geschrien, er liegt da, heft ihn hoch. Ja. Zwei Wegebeamten, die waren fast über ihn. Die haben sich eigentlich auch auf ihn hingelegt, dass ihnen nichts passiert. Ja, also, aber die waren auch schockiert. Wir waren auch irgendwie schockiert. Wir haben uns angeschaut und wir sind einfach rübergelaufen. Wir haben das getan, was nötig war. Er hatte einen weißen Anzug an, Bart, also so ein Pumpkin oder irgendwas. Also laut Krankenhaus soll das ein Kugel von einer Schockwunde sein. Ja? Also so mehrere Kugeln. Ne? Diejenigen, die so eine Tat begangen haben, ja, die haben mit unserer Religion gar nichts zu tun. Ja. Also das verbietet unsere Religion. Wir österreichstämmigen türkischen Muslime, ja, die verabscheuen jede Art vom Terror. Wir sind für Österreich, wir sind jederzeit für Österreich da. Ja. Jederzeit, wir würden jederzeit wieder helfen.